Welcome home, Harper. You like what I've done with the place? Martinez! It's good to see you, Sarge. Sergeant Martinez, is your communication system working? It's online, but we're only picking up static. These colonies sure have a relay problem. But who's asking? Meet Deputy Administrator Hayes from Pioneer. Where's Captain Cochran? There's shit going down on that station like you wouldn't believe. Gone. The whole command staff's gone. You're it. Me? You made sergeant before I did. You've got seniority. Yeah, sure, but these are the captain's orders, as in the deathbed kind. So this shit's all yours, he insisted. If you want me, I'll be in the armory, seeing what survived the crash. Do that. I have a feeling we're gonna need it. Ace, you better come with me. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Alien. We don't know what is happening on the surface of this planet. McDonald's, my boss, he sure didn't. We have to get in contact with someone if we hope to get out of this mess. I hate to rain on your parade, but the Itago's shithoused. Even if it wasn't, how do we get out past those Cerberus platforms? Well, they'll stop a ship, but not a signal. If we create our own relay, perhaps we could broadcast from low orbit, just in case a ship passes by. You want to create a sort of satellite? We're not a pirate radio station, Deputy Administrator. Or we could contact Pharaoh Spire. Director Price needs to- You heard, Martinez. The relays on this rock could be down for good. You want to send a message? Get out and start walking already. There has to be something we can do. Maybe there is. But I'm not seeing it. So you're gonna sit here and do nothing? Like hell. After what happened up there, regs are clear. We're on an alert footing. There could be a hostile biomorph loose on Lethe. So we've got civvies in danger, and no way to contact them, right? What about Otago's short-range frequency receiver? Yeah, that could work. For now. But that doesn't solve our broadcasting problem. We have to you warn the people- You find a way we can do that, then maybe, maybe we can talk about making that happen. Until then, we save everyone we can. We're Marines. That's the job. You want to help? Get familiar with this ship. What's left of it anyway. Ja, dann an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen. Wir sind immer noch im Prolog, immer noch im Tutorial. Der erste Teil des Tutorials in den ersten beiden Folgen hat mich wirklich weggehauen. Also richtig geil. Und jetzt sehen wir hier, glaube ich, den strategischen Part, wenn ich das richtig einschätze. Die USS Otago. Du bist jetzt auf der USS Otago. Die Otago ist nach der Aktivierung des Kerberos-Protokolls abgestürzt. Sie dient deinen Marines zwischen den Einsätzen als Operationsbasis. So verstanden. Überprüfe den Kartenbereich in der Krankenstation. Mach mit Quartier. Ah, okay. Ich kann jetzt hier nicht rumlaufen. Okay. I'm Administrator Hayes. I know. I don't want to seem unwelcoming, but I don't really have time to talk right now. A lot of Marines are hurting, half my orderlies are dead, and the medbay is being held together with baling tape. How many casualties are we looking at? Between the platforms and the crash? At 20. And that'll double before the day's out. There's another 10 unaccounted for in Hangar Bay 3, but the doors are decompression sealed, so we know how that'll go. It'll get worse still if I don't get back to it, so if you'll excuse me. Yes, sorry. Sorry. So, medizinische Quartiere. Verwundete Marines erholen sich in der Krankenstation. Ein verwundeter Marine kann nicht wieder eingesetzt werden, bis er sich vollständig von seinen Verletzungen erholt hat. So, das Private Sharp wahrscheinlich, ne? Wählen wir mal aus. Klasse Anfänger. So, okay. Ja, machen wir mal. Du kannst einem verletzten Marine einen Arzt zuweisen, um die Heilung zu beschleunigen. Für jeden Arzt, den du einem verletzten Marine zuweist, verkürzt sich die Erholungszeit um einen Tag. Okay. Ah, halten. This one's a priority. Okay. Mhm. Understood. Okay. Triff die leitende Konstrukteurin in der Werkstatt. Ja, machen wir mal. Stay safe, okay? Hey, new girl. Sorry, but I'm pretty busy right now. Crash buckled half the support bulkheads. That's all I can do to stop this place caving in. All right, I'll let you get on. Thanks. Need a gun, Administrator? Na, wie geil ist dieses Spiel bitte inszeniert? Also wirklich unglaublich. Sobald sie wieder funktionsfähig ist, kannst du in der Werkstatt Waffen für deine Marines freischalten. Waffen bieten spezifische Fertigkeiten und erhöhen den verursachten Schaden. Verstanden. Okay.
In der Werkstatt kannst du... Okay. Wir gucken uns hier trotzdem mal kurz um. Impulsgewehr, Plasmagewehr, okay. Dienstpistole, Schrotflinte und so weiter. Labor. Das ist alles hier noch ein bisschen gedamaged. Administrator Hayes, I can't tell you how glad I am to see another Weyland Yutani face aboard. Allow me to introduce myself. I am Dr. Becker. The company assigned me to the ship in order to oversee trials of a new cryo-sleep routine. But I can't see that happening now. Look at the state of my lab. Months of vital research gone. If I at least had power, I could salvage the backups. But these brutes keep ignoring me. Perhaps you could... Sorry, Doctor, but they're not exactly friendly to me either. It's not about friendly. Who holds higher authority? A Weyland Yutani executive or your typical Marine? Where does half the USCM's funding come from? Who provides their weapons? You might want to push them. I'm sure they'll back down. Thank you, Doctor. You've given me a lot to think about. Well, of course I have. Deputy Administrator Hayes to the bridge. Auf die Brücke. Hayes, please report to the bridge. Sind unterwegs. Have a nice day, Administrator. All right. This is what the short-range frequency receiver picked up. It's a distress message from a nearby colony. Okay. Oh, no. You thinking what I'm thinking? We have to go there. See for ourselves. What? I feel for those people, but we're blind here. If we're to save anyone, we need proper comms. We got them. The Otago, Hunslet's dropship, our vehicles, my Marines. They all speak the same language. Courtesy of the USCM comm system. That's not what it's I meant. It's a military decision, Hayes. Which means it's my decision. Those folks need help. Fine. What do you need from me? Well, normally I'd lead the squad and an officer'd run oversight. You know, intel, tactical, from the ARC, our armored recon carrier. I can do that, but I need you to handle the rest from here on the Otago. Oh, I thought I wasn't military. Don't I know it? Listen, if I'm gonna keep my people alive, I need someone with smarts for when mine falls short. If it helps, this ain't exactly what I signed on for, either. Welcome to the Colonial Marines. Okay. Du kannst über das Befehlsdeck auf das Einsatzfenster zugreifen. Ich hab, ah ja, okay, Befehlsdeck. Noch nicht entdeckt. Was haben wir denn hier noch? Ja, ich kann mal ein bisschen schauen. Ach, cool. Diese ist eine Darstellung des Planeten Leith. In diesem Fall werden alle verfügbaren Missionen angezeigt. Zack. Okay, wenn du eine Mission ausgewählt hast, zeigt das Informationsfenster die folgenden Informationen über den Ort an. Die Anzahl der Primärziele, die abgeschlossen werden müssen. Die Anzahl der Datapads, die während der Mission geborgen werden müssen. Boah, 14 Primärziele, 19 Datapads. Die Anzahl der Materialien, die während der Mission geborgen werden müssen. Die Menge an Xenotech, die während der Mission geborgen werden muss. Okay. Werde die Schaltwäsche Trupp zusammenstellen. Ja. Uploading Mission Data. Okay. Für die, diese erste Mission sind die Verwaltungsoptionen gesperrt. Später kannst du auf diesem Bildschirm die Marines auswählen, die du auf Mission schicken willst und ihre Ausrüstung ändern. Okay. Inventar auswählen. Gucken wir mal. Wenn dein Trupp zu einer Mission aufbricht, kann er verschiedene Vorräte auswählen. Sanitätsartikel dienen dazu, die Marines zu heilen und ihren Stress zu verringern. Werkzeuge. Ah, mehr kann ich nicht, okay. Mission starten. Okay, los geht's. Hopp, 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 hopp.
Okay, mein Schiff ist aufgesessen. Auf geht's. Geiles Teil. So eine Art Batmobil. Boah, das ist Hammer, das Game. Echt. Richtig geil. Ich bin richtig aufgeregt jetzt auch vor dem Aufsatz, Einsatz. Aufsatz. We pulled in a partial signal from the settlement of Dead Hills. We don't know exactly what's happening there, but after what we've seen on Pioneer, we can't take any risks. We'll start by securing the landing control zone. Okay. From there, we'll take a look around, see what's going on. Okay. Keep your eyes open for survivors. Be ready for a firefight. Ja. Even a bad day can get worse. Okay. Ist so verstanden. Naja, da ist die Kolonie. Schön windig. Boah, es ist geil gemacht, ey. Hammer hat. Okay, absitzen. Tactical from the ARC, while Hayes runs support from the Otago. Administrator Hayes, are you settled in up there? I think so. This tech's old, but I can work with it. Don't let Corrigan hear you say that. Okay, standard recon. Get the perimeter gate open. Let's see what's going down in this burg. On it. Okay. Gucken, wen haben wir denn jetzt dabei? Private Smith, McDonald, Sharp und Webb. Fokus auf Truppleiter. Folgt das Fahrzeug dann oder muss ich das selber lenken? Auf jeden Fall hat das schon mal eine fette Gun auf dem Dach. Okay. Achso, ich wollte jetzt den ganzen Trupp auswählen, ne? Geil, ich muss es nicht. Ich kann einfach loslaufen. Okay. Let the big guns do the talking. Do you hear? Okay. Come on, team. Augen offen halten, Leute. Aber das Fahrzeug kann ich anscheinend nicht lenken. Wir gehen hier mal rein in das Gebäude. Okay. The door's locked. Run a bypass. Let's get in there. Copy. Können wir da was hacken oder wie? Türen gesperrt. Die Marines werden auf verriegelte Türen stoßen. Alle Klassen von Marines können verriegelte Türen entriegeln. In der Nähe von verriegelten Türen befinden sich immer ein Terminal, mit dem du die Sicherheitsfunktion dieser Tür umgehen kannst. Wähle das Terminal. Entriegeln. Okay, also muss man nicht der krasse Hacker irgendwie sein. So. Private Web übernimmt das. Okay. Hey Harper, no sign of movement from up here. Do you see anything? Da ist eine Kiste. Not a soul. Place is a real ghost town. So, Harper macht das mal. You've got a squad of big, strong Marines to keep you safe. Okay. Ach cool, wir haben ein Werkzeug gefunden. Ja, gut, dass wir hier das nicht voll aufgefüllt haben, ja? Weil sonst hätte ich das jetzt gar nicht mitnehmen können. Das müssen wir uns mal merken. Ich höre was für Geräusche. Also die Schritte von dem Trupp. Okay. It's quiet. Too quiet. Ja. Okay, Achtung, Tür ist offen. Okay, Taschenlampe, Erinnerung. Du kannst in deiner Umgebung links halten, um deinem Charakter zu befehlen, in die entsprechende Richtung. Okay. Das ist ja auch ein geiles Feature, oder? Dass ich da hinleuchten muss, um zu sehen, dass ich mit was interagieren kann. Da hat sich einer aber Gedanken gemacht. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, nochmal Werkzeuge. Nice. Okay, hier ist alles sicher. Wir gehen weiter. Ist das hier eine Art Kommandozentrale oder was?
Weil Satellite communications access looks intact, which is more than can be said for the operator. No answers here. Looks like he killed himself. Guy must have hated his job. Don't we all? If you're done, how about getting me plugged in? Okay, Ziel abgeschlossen. Satcom gefunden. Bediene das Terminal, damit Hayes irgendwas. Habe ich nicht gesehen. Durch diese Taschenlampennummer ist man dann auch, also muss man selber den Raum durchsuchen, ja, als Spieler. Okay, mit der Otago verbinden. Waffe wechseln. Und eine Pistole dabei. Okay. Establishing satellite uplink. Stand by. Stand by. Stand by. Link established. Looks like someone put the colony on lockdown. You know how long it'll take to burn through every door in the complex? If you can get to the township HQ, you should be able to shut off emergency status. That'll open up the doors. I can also scan for the settlers' personal data transmitters from there. Okay, squad. You heard the lady. Get this door unwelded and continue our path towards the colony. Unglaublich, wie geil das gemacht ist. Wirklich. Okay. Verschweißt. Die Marines werden auf verschweißte Türen stoßen. Alle Klassen von Marines können verschweißte Türen durchbrechen. Cut that door open. Dann schweißen wir es halt wieder auf. Door open. Okay, Tür ist offen. Go, go. Wir checken mal hier die Ecke. Okay, da scheint aber nichts zu sein. Alles klar. Perhaps we should get moving. Keine Nestaktivität. Ja, ich will auch überhaupt keine Nestaktivität. Ohne Scheiß. Einfach nur hier durchgruseln. Das reicht mir. Ich brauche keine Nestaktivität, um mich hier zu gruseln. We're not getting through here. Oh. Looks like someone wasn't taking any chances. Squad lead. Use C4 to clear the Bin aber auch schreckhaft, ey. Okay, was ist jetzt? Barrikade. Die Kolonisten haben sich verbarrikadiert. Jeder Marine kann C4 anbringen, um Barrikaden zu. Das kostet dich einen Ladestreifen. Okay. Sprengen. Boah, krass. Planting C4. Get down, it's gonna blow! Come on, team! Hurry up, you slugs! Well, I don't know we're here now. Hat irgendwie geruckelt jetzt, ne? Okay, weiter geht's. You know what this reminds me of? We don't know it was those creatures. Could be an uprising, could be anything. So, da kommt eine Gabelung. Stay frosty, Marines. Stay frosty. Boah, es ist hier dunkel. Mal auf die Karte gucken. Da ist unser Fahrzeug. Was ist das? Truppzusammenfassung. Mal gerade mal hier gucken. Persönlichkeit Verschwörer. Der Stress, der bei jedem Marine während einer Ruhephase abgebaut wird, verringert sich um 10, weil der Verschwörer ist, oder was? Geil. Feigling. Die Tapferkeit des Marines wird um 2 pro Aktivität erhöht. Pech. Der Marine verdient ein weniger EP für jeden Einsatz. Ungeschickt. Entschuldigt bitte. Passt schon. Was passt schon? Ja, Siri spricht mit mir. Ach, Siri hat eben gesprochen, weil ich Entschuldigung gesagt habe, oder was? So, wir gehen mal rechts rum. Don't get too comfy, okay? Oh Gott, ist das dunkel hier. Move on! Ja, hier kommen wir nicht weiter. Okay, dann eine andere Richtung. So,
leuchten wir das hier alles schön aus. Perhaps we should get moving. Okay. Wo muss ich denn überhaupt hin? Erreiche das Hauptquartier. Wo ist das denn überhaupt? Im ersten Stock. Wir brauchen einen Aufzug. Wow. Achtung. Gabelung. Okay. Move on! Da ist eine Tür, die ist zu. Was passiert? What the hell is that? Looks like some kind of skin. Das heißt, hier sind Aliens, Leute. Did they not teach you about biohazards in the USCM? Don't touch it. Yeah. You done? Good. Marines, there's something in here with us. It doesn't take a genius to guess at what. Stay sharp. Okay. Irgendwas ist hier. Ich gehe mal hier hinter. Da muss ja abchecken, ob hier auch irgendwo Loot ist oder weiß der Geier was, irgendwelche Hinweise. Kommen wir da durch oder ist er? Ja, kommen wir durch. Wir laufen mal hier lang. Okay. Come on, Team! Ja, cool, dass man die Karte dann hier erst aufdeckt und so. Das macht alles total Sinn bei diesem Spiel. Basti hat diesmal gar keinen Grund, sich aufzuregen. Okay. Also. Nichts. Hier ist eine Tür. Ist das ein Aufzug? Ja. Das ist ein Aufzug, oder? Achtung. Ja, ist ein Aufzug. Aufzug mit schrägen Geräuschen. Guys, I have a bad feeling about that. Ja, ich auch. Come on, you've watched too many movies. It was built by the way you. It'll hold. Get upstairs. Roger. Okay. Erster Stock. Okay. Get out of here now. Ja. Nicht dein Ernst. Krass. Nicht dein Ernst. Mega. Really took us with it. We need another way out. Told you. Freaking told you. Ey, wenn das Spiel keine neuen Maßstäbe setzt, was? XCOM-Klone, Rundentaktik, Trupp-Spiel, wie auch immer, setzt, dann weiß ich überhaupt nicht, was neue Standards sind. Ist das alles geil, ey, wirklich. Verschweißen? Nee. Wir gehen da jetzt rein. Wir gehen da jetzt rein. You're at the HQ. You should be able to deactivate lockdown. Roger. Da ist eine Kiste. Also erstmal die Kiste sichern. Plündern. Das Inventar ist voll. Copy. Deactivating now. Let's hope this works. Und es ist eine persistente Welt, ne? Ganzziel abgeschlossen. Verbinde Hayes mit der Sektorenkarte. Da müssen wir weiter. Da ist jemand. Ah, unser Inventar ist halt voll, ne? Nichts. Ja, geil, nichts. Macht auch Sinn, ja? Dass auch mal nichts da ist. So, okay. Wir gehen weiter. Da ist auch noch jemand. Okay. Wir gehen schon mal weiter. Nichts. Nichts. Und wieder nichts. Da ist jemand. Jemand die Leiche sichern? Beziehungsweise ich suche, das ist eine Karte. Okay, nichts. It's quiet. Too quiet. Sollen wir mal den Gang hier sichern? Suppressive fire! Okay. On it. Mega. Ich wiederhole mich, aber es ist richtig geil. Also, Sektorenkarte erlauben es dem Trupp, die Karte eines Sektors aufzudecken. Es kostet ein Werkzeug, den Raumplan des ausgewählten Stockwerks anzuzeigen.
Drücke auf die Schalter dieses Stockwerks ansehen. Ja. Ah ja. Und man sieht trotzdem, wo man schon war. Mit dem Fenster für die Stockauswahl auf der linken Seite des Bildschirms kannst du, wenn welches Stockwerk angezeigt wird. Machen wir auch, oder? So. Decken wir auch auf, komm. So. What have we got, Hayes? I'm reading six, no, seven signals with vitals. Wait. Was? One's right inside the room. Hey, you in the locker. My trigger finger's itching to come out. But come out friendly like, yeah? Don't shoot, don't shoot. I just don't feel so good. Calm down, uh-oh. We're not going to hurt you. What happened here? It got me. It got me like the others. God, what does he mean? All right, settle der it ist down. Schwanger. Something. I had something on my face. And then. Oh Gott. Feuer frei. What the hell? Ceasefire! Jetzt haben wir Krach gemacht, oder? He said something latched onto his face. It's what happened to McDonald and the others on Pioneer. I think these creatures use us as incubators. What the hell are you talking about? The creatures on Pioneer. The thing we just saw, they're the same. One gross than the other. That's probably why we found that skin down there. So we could be seeing a lot more of them here? How many? What's the population of Dead Hills? I'd start there and hope for better. Shit, man. I don't like that. Great. That's just great. Securing from emergency lockdown. In 5, 4, 3, 2, 1. South door is open. Stay alert, Murray. Ist das gut oder schlecht? These things can attack us from every direction now. Oh, scheiße, ich hab den mit der Maus. Ja. Nee. Wie komme ich denn jetzt zurück zu meinen Leuten? Okay, weil ich die Maus am Bildschirmrand hatte in der Aufregung. So, das canceln wir mal. Sehr intuitiv auch die Steuerung. Okay, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Also, wir haben hier noch zwei Ziele. Da gehen wir... Nee, wir gehen nicht, wie wir gekommen sind. Also hier, wir checken gleich den Raum hier noch und dann gehen wir hier durch. Und dann schauen wir mal weiter. Da ist irgendwie ein Ausrufezeichen. Okay. Einmal durcharbeiten. Nicht durcharbeiten, sondern durchatmen. Oh Gott, der Basti ist völlig durch den Wind, ey. So. Kommen wir hier irgendwie links rein, um das nochmal zu checken? Oder geht das nicht? Move on! Nee, wir gehen weiter jetzt, komm. Was soll's? Machen die Tür hier mal auf. Okay, weiter. Noch gar nicht gespeichert. Gibt es denn hier eigentlich eine Quicksave, Gameplay, Steuerung? Raketenwerfer, Schrotflintenschuss. Ah ja, okay, das ist alles hier. Unterstützungsfeuer. Ist doch auf X, wie ich dachte. Nee. Was? Gameplay. Okay. Muss ich dann immer über das Menü speichern oder wir speichern einfach nicht? Don't get too comfy, okay? Sterben ist hier eine Option, ja? Scheitern ist hier eine Option. Wir fangen jetzt nicht an, uns diese krasse Atmosphäre hier mit Saves und Ladeorgien hier kaputt zu machen. Auf gar keinen Fall. Okay, aber jetzt Konzentration, Basti. Konzentration. Achtung. Nicht cool. Squad lead. Deploy a field spotter. I want to know if anything comes out of this hole. Naja. Wie in den Filmen, ne? Space. Hier. B.
Bewegungstracker. Drücken wir jetzt mal C. Deploying Motion Tracker. Das ist wichtig, ja? Dass wir einen Überblick über die Lage bekommen. Das sind unsere Spione sozusagen. Ja, ganz genau. Ja, und leise sein, leise sein, leise sein. Move on! Da ist was. Copy. Let's see what's inside. Geil. Werkzeug. Weiter geht's. Leise sein. So, links ist sicher. Weiter geht's. Krass mit dem Wetter und so. Diese Soundatmosphäre ist absolut episch. Also, richtig geil. Leute, wir machen an dieser Stelle einen Schnitt, so leid es mir tut. Ah ja, okay, dafür stehen diese Dinger, oder was? Sind es immer so Nester dann? Ich werde gleich mal offscreen ein bisschen im Codex schmökern. Pack mir deine Wünsche, Nöte, Ideen, Anmerkungen, Kritik und so weiter in die Kommentare. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.